Ja, hier Ich erinnere meinst. mich an diese Ebene überhaupt nicht mehr übrigens. Du hast auch Chips und so nicht mitgenommen. Ich glaube, hier waren wir nie. Das Hier ist kann noch ein Apfel, hier ist. gut sein. Mama, ich wollte das. Ja. I've just disabled the air supply on this deck. How long will it take until all of the oxygen is used up? How long can you survive without air, Insect? Wir waren hier noch nie. Oh Mann. Okay. Gut, das erklärt dann das Problem. Wir brauchen ja keine Luft eigentlich, ne? Wieder nicht. Kleines Reagenzglas und ein Lock. Diese Reagenzgläser. Ich habe keinen Nutzen für die eigentlich. Ja, dann ignoriere sie einfach. Ah, brauchst du hier. Schade. Ja. Und noch ein Lock und ein Medikit für dich. Was? Nee, im Tisch und in der Thermoskanne ist auch was. Lock? Ja. I changed the code for the storage in Hydroponics C to 20265. I hope I don't forget it again. Das ist eine sehr junge Stimme, 4 Jahre Alter. Und noch eins. Who is Shodan? Where did she suddenly come from? How did she take control so easily? Where do all of these strange creatures come from? Why do our own security bots attack us? And where the heck are the UNN soldiers when you need them? Right here. Chemical Storeroom. Was unten? Unten. Ich bin heim. Kannst du die Iridium noch irgendwo hinlegen? Wollte gerade sagen, ja. Iridium haben wir hier also schon. Spritzeldock. Oh, Cyborg mit Wolf. Stand hier einfach rum, ich hab die gar nicht gesehen. Einfach mal rein. Hab die gar nicht gesehen, einfach dreimal reingeschossen. Oh, Laborkittel. Ja. Noch eine Waffe? Als hochauflösend ausgeschnitten. In der Waffe sind noch Munition wahrscheinlich drin, also wenn du willst. Ja. Ja, ich lass dir die, Drecksarbeit. Was? Nichts, ist gut. Alles in Ordnung. Ich brauch mal wieder. Was? Was zum Aufladen. Warum? Ja, weil ich keine Brombus mehr habe und die schwere Panzerung dementsprechend nicht tragen kann. Hättest du die schwere Panzerung vielleicht gar nicht erst mitnehmen sollen? Wir können ja tauschen. Dafür kamen wir hierher. Nope. Mist. Egal. Marmelade. Chips im Mülleimer und hier liegen noch, hier liegt noch Cola rum. Und der Brez. Ich wollte gerade sagen, Reparatursoftware 1. Ganz nötig. Hör mir die Stühle hier an. Die müssen echt gemütlich sein. Warte, ich schmeiß mal den ganzen Mist aus meinem Inventar raus. Langsam wird das nervig. Du hast die Cola nicht mitgenommen. Ja. Da ein Reagenzglas, hier ein Reagenzglas, hier die auch nicht, weil ich meine, die ganzen Virenwaffen und so weiter verwenden wir eh nicht, oder? Stimmt, die verwendest du am Ende ja doch nicht. Pressen wir dementsprechend auf. Lab Assist muss auch nicht sein. Und Hydroponik B. Moment, noch nicht. Ich hab die Zugangskarte. Ah, okay. Ich habe übrigens immer noch
Wartungswerkzeug für dich. Das ist toll. Da hinter dir. Ich hatte gerade erstmal eigene Probleme, wie du siehst. Mhm. Übrigens, Moment. Ich mag die Musik hier in dem Raum. Ja. Dieses Unterschwellige, ne? Ja, aber so Techno. Aber mal ganz kurz, einfach nur weil es geht. Au. So viele Schaden. Amok und so. Mhm. War nötig, tut mir leid. Sonst weg zur D kommen wir noch nicht. Wir können weiterlaufen hier, da lang. Jo. Die arme Person. Mhm. Von der Bank erschlagen. Es ist so verboten einfach hier momentan. Hier waren wir schon. Aber hier hinten nicht. Ja. Da ist eine Heckkiste. Steht auch verboten leicht. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Sieben Notes, obwohl die... Warte mal kurz, du hast auch noch so ein Hackgerät, oder? Was waren das nochmal für welche? Cybersonden? Oder... Die... Das Teil mit den Kabeln dran. Ja. Energiepanzerung. Immer noch hat Trautmann scheinen Zetterkorb aufgekauft. Willst du deine Energiepanzerung haben? Ja. Schau mal ganz kurz, wie viel gibt die? 50. Wie schwere gibt, kann ich gerade nicht nachvollziehen. Muss man halt auch aufladen, na gut. Ja, kannst du ja mitnehmen und kannst du so lange tragen, wie du es brauchst und dann umwechseln. Ja. Ich bin im Feld drin, also wenn du mir die Nummer okay, sagst. Okay, du bist im Feld drin. 20265. Könnte es sein. Der gute Aya. Ja. Und noch ein Schlüssel. Und noch zwei Module. Was wo? Habe ich nicht gesehen diesmal. Ach, da oben drauf, okay. Ja, übrigens ist mein Radar gerade wieder ausgegangen. Moment. Ach, das hast du im Radar gesehen? Nee, das habe ich jetzt zufällig gesehen gehabt. Ah. Und deswegen ist mir aufgefallen, dass das Radar aus war. Moment, nicht so schnell. Wirklich langweilig einfach hier. Ich finde es schön, dass mir Kippen nicht als wichtiges Item angezeigt werden. Das ist voll sympathisch. Weil die dir keine Gesundheit zurückgeben und auch sonst für nichts gut sind. Da war gerade irgendwas. Ja, das dürfte so eine Midwife sein. Ja. Midwife. Ah, oh, Gott. Ran. Laserpistole gejammt. Laserpistole? Ja. Die lag hier drin. Achso. Bereit gejammt. So, einen Schraubenschlüssel, falls du immer noch keinen haben solltest. Ich hab einen, keine Sorge. Er war schon abgeschlossen, das ging schnell. Aber was? 25% mehr Schaden an Midwives. Und noch eine Gamepick-Karte. Und Sektor A. Schön. Es geht wirklich zu leicht. Ja. Und eine Lok. Jetzt haben wir schon zwei Loks. Ja, hören wir. Elizabeth, the new code for the storeroom and the security station is 95862. Can we meet this evening on the recreations deck? We could wine and dine a little bit. What do you think of pizza? Why don't we go inside and play a bit?
Ich wollte gerade sagen, der spricht sehr faszinierend. Nächste Log. Edward, Elizabeth was seriously injured by one of our security bots this morning. I've tried to contact Dr. Jackson, but he simply doesn't answer. No one on the medical deck is responding. We're at a loss as to what to do next, and our medical supplies are nearly used up. Oh no, we're gonna die. Keine Ahnung, die haben hier irgendwie... Die haben interessante Synchronsprecher auf jeden Fall. Ja. Vor allem, weil er klang wirklich besorgt, ne? Er klang so... So, dieser Raum soll voll von Sachen sein. Irgendwie. Da sind Chips, da ist Alk. Da sind Vasen. Stehen bleiben kurz. Was? Oh, die Cybersonden. Da ist noch irgendwo eine Kamera, höre ich. Ist schön, wenn man sie schon vorher hört. Hallihallo. Ich finde es schön, wie sie eigentlich auf mich... Ich finde es schön, wie ich einfach direkt in ihrem Sichtfeld stand, dass sie nicht geschossen hat. Ja, war auf mich fokussiert wahrscheinlich. Ja. Warte mal, ich mach gleich auf. Sag den Code. Moment. Nee, Moment ist nicht der Code. Moment ist was anderes. Notfürsicherheitsstation 59862. Andersrum 95862, Entschuldigung. Danke. 95862. Oh, Energie. Energie. Batterien. Gewehrmuni. Tempospritze. Swift Boost. Wo ist der Unterschied zwischen Swift Boost und Run Fast? Swift Boost macht dich normal schneller. Also praktisch hier dieses Wendigkeitsab auf 1 höher. Ah. Während Run Fast wirklich. Aber Wendigkeit macht einen wirklich viel schneller, wow. Bleib mal kurz stehen. Einmal bei weitem noch nicht so schnell wie dieses Run Fast. Kannst du gerne haben, wenn du willst. Ja. Ich nehm trotzdem Brown Boost erstmal wieder weiter. Swift Boost hast du mir gegeben. Ja, ich weiß. Will ich doch nicht. Ich bin schnell genug, danke. Das Run Fast kriegst du nicht. Kommen wir da oben echt noch nicht durch? Nee, ne? Nö. Das ist doof. Hier ist nichts weiter, gut. Ah, brustsicher. Schade. Ja. Maschinen. Das ist zwar eine Maschine nur, aber... Nein, es sind zwei Maschinen, die Energieringe austauschen. Oh, die Leute, die Stangen tragen, das ist so... Boah, das ist schwer, ja. Komm her, Cyberfrau, wo bist du? Ich hör dich doch. Hier drin. Wow. Was? Wenn die nach zwei normalen Faustschlägen schon down gehen, dann weiß man, dass man OP ist. Ich meine, ich hab auch Brawn Boost mit drin und volle Stärke. Ja, schon, aber du weißt, was ich meine. Okay. Da. Da ist der Aufzug. Hier geht's weiter. Was? Wo bist du? Ja, wo bist du? Am Aufzug. Ah ne, da. Warum müssen wir zum Aufzug? Weil es hier lang geht. Hallo. Ach komm. Der hat jetzt plötzlich wieder einen Shotgun, ne? Kann ich irgendwie da auf Standardmunition zurück, ist mir auch egal. So. Die werden sich wundern, mit mir ins Spiel getrieben zu haben. Hier sind noch Sachen für dich. Eine ganze Menge sogar, wow.
Reparatursoftware Level 1. Wie nett. Obwohl, ich glaube, die brauche ich sogar noch. Echt? Nee, redundant. Level 1 habe ich schon, aber mehr noch nicht. Da ist Sekt, da ist Schnaps. Da sind Chips. Ich weiß nicht, ich glaube, so ein schönes, gutes, altes Wasser haben die hier nicht, ne? Alles für die Klos verwendet. Und da geht's hoch. Kühlraum. Oder dadurch. Genau, der Kühlraum. Das wird dann der Bereich sein, wo mich meine metaphysischen Erinnerungen hinführen wollen. Und so. Ich habe irgendwie so ein Gefühl von passabrechner Munition. Ja, hier auch. Also, muss ich sagen, Munition muss gekühlt werden. Nur tiefgekühlt ist hier wirklich lecker. Upgrade-Module. Im Tiefkühlsaal. Das wird dann wahrscheinlich die entsprechende Log sein. Mal anhören. The security code for Reactor Control Computer 1 is 23899. Ja. Okay. Gehen wir oder bleiben wir noch was hier und machen den Rest noch weg? Erst will ich mich hier noch zu Ende umschauen, also. Okay.